Unsere häufigsten Muscheln von Dr. Hans-Jürgen Alexi. Zum Vorwort. Liebe Freunde von Natur und allgemeinem Wissen, wenn unsere Enkel am Strand auf uns zugelaufen kommen und stolz ihre gefundenen Muscheln präsentieren, dann stehen wir häufig stotternd da. Ich lade Sie daher zu einem kleinen Rundgang am Strand und am Seeufer ein, um einige unserer häufigsten Muscheln näher zu zeigen. Wer will, der kann sich schon alleine an den fantasievollen Formen erfreuen, die die Natur in diesem uralten Tierstamm der Weichtiere entwickelt hat. Wer mehr wissen möchte, für den habe ich wie immer einige Hintergrundinformationen zusammengetragen. Ich wünsche uns viel Freude an den Formen und an dem neu erworbenen Wissen über unsere wichtigsten Muscheln. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Das Inhaltsverzeichnis dient der Dokumentation und dem Nachlesen oder Nachschlagen. Wegen der besseren Akzeptanz habe ich den Vortrag in zwei Teile geteilt. Im Teil 1 stelle ich nach einem kurzen Vorwort die Muscheln Bivalvia im Allgemeinen mit Hintergrundinformationen vor. Danach erfolgt ein Abschnitt über die Muscheln im Speziellen, über die einzelnen Arten, beginnend bei den Austern alphabetisch geordnet bis zu den Sandklaffmuscheln. Der Teil 2 folgt nach einem kurzen Vorwort erneut mit der Vorstellung der einzelnen Arten, beginnend bei den Miesmuscheln bis zu den Schwert- und Scheidenmuscheln. Danach erfolgt ein Exkurs über die Süßwassermuscheln. Den Abschluss bildet die Flussperlmuschel. Beide Teile werden mit Nachweisen für Texte und Bilder beendet. Die nächste Muschel sei die uns allen bekannte gemeine Miesmuschel, Mytilus edulis. Zum Allgemeinen und zu ihren Merkmalen. Hier ein Bild von einer Miesmuschelkolonie bei Ebbe kurz über der Wasserlinie. Die gemeine Miesmuschel oder essbare Miesmuschel oder Pfahlmuschel ist eine Muschelart aus der Familie der Miesmuscheln Mytilidae. Sie leistet durch ihre Ernährungsweise als mariner Filtrierer des Wassers einen wesentlichen Beitrag zur Wasserqualität des Meeres. Es gibt Berechnungen, dass alle Miesmuscheln zusammen in der Lage seien, innerhalb von 10 Tagen das Wasser des gesamten Wattenmeeres zu filtrieren. Die Merkmale: Das bauchige, gleichklappige Gehäuse ist länglich dreieckig oder keilförmig, mytiliform, mit einer Länge von 5 bis 10 cm. Hier kurz einige Erläuterungen zu den Merkmalen der Schalen von Miesmuscheln. Wie bei anderen Muschelschalen auch besteht die innere Schale, das Hypostracum, aus Plättchen mit aragonitischem Perlmutt. Diese schöne schimmernde Perlmuttschicht ist hier im Bild zu sehen. Die dicke mittlere Lage der mineralischen Schale, das Ostracum, besteht aus prismatischem Kalzit. Das dünne Periostracum ist eine äußere organische Schicht, die aus einem sklerotisierten Proteingemisch besteht, dem Conchiolin. Diese äußere Schicht schützt vor Säureeinwirkungen oder bohrenden Fressfeinden. Das Periostracum haftet an der mineralischen Schale und blättert nicht ab. Es ist blau-schwarz bis dunkelbraun gefärbt, junge Exemplare sind heller. Die Miesmuscheln siedeln in Muschelbänken von bis zu 2000 Tieren pro Quadratmeter und bieten Lebensraum für weitere 50 Arten. Hier ein Beispiel im Bild aus England. Miesmuscheln werden bis zu 10 Jahre alt. Der Name kommt vom mittelhochdeutschen Wort Mies oder vom plattdeutschen Wort Mäus, was Moos bedeutet und sich auf die braunen, moosartigen Byssusfäden bezieht. Ein Hinweis: Die Miesmuscheln der Ostsee werden wegen des geringeren Salzgehaltes kleiner und ihr Gehäuse ist schwächer. Zur Verbreitung der gemeinen Miesmuschel Mytilus edulis. Sie kommt auf beiden Seiten des Nordatlantik und in Nord- und Ostsee vor.
Der bevorzugte Lebensraum befindet sich im Gezeitenbereich und im flachen Wasser bis zu einer Tiefe von etwa 20 Metern. Sie heftet sich mit ihren Byssusfäden gegen Verdriftung am Untergrund an. Hier im Bild sehr schön zu sehen. Die Fäden produziert die Muschel selber mit einer am Fuß befindlichen Drüse. Sie kann die Anheftung auch wieder selbst lösen und sich mit Hilfe des Fußes ein Stück weiter bewegen. Diese schematische Zeichnung zeigt die Veränderung der Meeresfauna von früher zu heute und die Zunahme des Druckes durch invasive Arten und die zunehmende Vielfalt der Fauna. Das sei aber nur das Hintergrundbild zu Ernährung und Lebensweise der gemeinen Miesmuschel. Beim Filtrieren des Wassers mit ihren Kiemen halten die Muscheln Plankton, Bakterien und anderes organisches Material mit einer Schleimschicht zurück. Sie nehmen unweigerlich jedoch auch, wie zum Beispiel die Korallen, im Meerwasser vorhandenes Mikroplastik und Schadstoffe auf. Die Langzeitschäden hiervon sind bisher noch nicht bekannt. Unverwertbare Reste werden als Pseudofäzes ausgeschieden. Durch diese mit Schleim fixierten Ausscheidungen bilden die Muscheln unter sich ein Schlickpolster. Wenn Miesmuscheln von Sedimenten überdeckt werden, dann sterben sie. Muscheln haben viele Feinde. Miesmuscheln sind Beutetiere für Seesterne, Fische und Wasservögel wie zum Beispiel Möwen. Hier im Bild hat ein pazifischer Seestern eine Miesmuschel umklammert und wartet auf ihre Öffnung, um sie zu fressen. Kein so schöner Anblick, aber eben instruktiv, das Innere einer Miesmuschel, aufgeklappt mit durchtrennten Schließmuskel. Auch Menschen. Bereits seit dem 13. Jahrhundert begannen Miesmuscheln an Holzpfählen zu züchten. Die Miesmuschel ist auch heute noch eine beliebte Speisemuschel. Durch Wildfischerei wurden zahlreiche Miesmuschelbänke vor den Küsten bereits zerstört, noch bevor sie unter Schutz gestellt werden konnten. Jetzt kommen wir zu den Plattmuscheln oder Tellmuscheln, die Familie der Tellinidae. Bei uns kommen in Nord- und Ostsee zwei Arten vor: die Kalkplattmuschel, die größere, Macoma calcarea, hier im Bild, und die kleine baltische Plattmuschel, Limicola baltica. Zunächst zu den Merkmalen der Kalkplattmuschel, die wir hier sehen. Das ungleichklappige, nicht aufgeblähte Gehäuse erreicht Längen bis 50 mm. Das Gehäuse ist breit, eiförmig und klafft an beiden Enden. Die cremefarbene Schale ist dickwandig, aber etwas spröde. Sie weist feine Rippen und Vertiefungen in unregelmäßigen Abständen auf. Die Kalkplattmuschel ist etwa doppelt so groß wie die kleine baltische Plattmuschel. Der Lebensraum. Die Kalkplattmuschel ist eine Kaltwasserart und kommt im Nordatlantik, im Nordpazifik, im Eismeer und bei uns in Nord- und Ostsee vor. Erwachsene Muscheln graben sich bis zu 20 cm ein in Sand- oder Schlickböden. Sie kommen vom Gezeitenbereich bis in 1500 Meter Wassertiefe vor. Die baltische Plattmuschel oder nordische Tellmuschel oder auch rote Bohne genannt, Limicola baltica, ist eine kleine Muschelart aus der Familie der Tellmuscheln, Tellinidae. Sie kommt, wie besprochen, in Nord- und Ostsee vor, aber auch im Atlantik. Ihre Merkmale: das fast gleichklappige und etwas aufgeblähte Gehäuse ist eiförmig bis gerundet, dreieckig und wird bis 30 mm lang. Die Schale ist rötlich oder beigefarben bis hellgrau sowie dickwandig und fest. Die Oberfläche zeigt parallele, feine Rippen und Vertiefungen. Das Periostracum ist ein dünner, beigefarbener, glänzender Überzug. Hier im Bild einige etwas verschiedene Schalen der baltischen Plattmuschel. Zur Lebensweise: die baltische Plattmuschel lebt nur 4 bis 10 cm tief eingegraben und auf der linken Klappe liegend im Schlick- oder Mischwatt. Sie entwickelt hohe Bestandsdichten bis 2000 Tiere pro Quadratmeter.
Ihr großer und beweglicher Grabfuß ermöglicht ein schnelles Eingraben, wenn sie durch Strömungen freigelegt wurde. Zur Lebensweise der baltischen Plattmuschel. Die Plattmuschel kann sich über ihren langen Einströmsiphon ernähren, hier im Bild gut zu sehen. Mit diesem tastet sie den Wattboden nach Nahrung, Kieselalgen und Bakterien ab. Da sie nicht tief im Boden lebt, ist sie selber für Watvögel eine wichtige Nahrungsquelle. In geringerer Zahl kommen noch weitere Arten von Plattmuscheln in der Nordsee und Ostsee vor und sind überwiegend im Aussehen und in der Lebensweise ähnlich. Das sind erstens die platte Tellmuschel, Macrom angulus tenuis hier im Bild, dann die gerippte Tellmuschel, Fabulina fabula, die gestreckte Tellmuschel, Morella donacina, die Zwergtellmuschel, Aspion senia pygmaea und die dickschalige Tellmuschel, Acopagia crassa. Hier ein Bild von den schönen Schalen der gestreckten Tellmuschel. Wir finden am Strand auch häufig so merkwürdige, lange, gestreckte oder gebogene Muscheln mit sehr zerbrechlicher Schale. Das leitet über zur nächsten Familie der Meeresmuscheln, der Pharidae, der Scheidenmuscheln oder Schwertmuscheln. In Nord- und Ostsee kommen verschiedene, einander aber sehr ähnliche Formen vor. Erstens die gerade Scheidenmuschel, Ensis magnus. Zweitens die durchscheinende Scheidenmuschel, Faxas pellucidus. Drittens die schwertförmige Scheidenmuschel, Ensis ensis, die Nominatform hier im Bild abgebildet. Viertens die amerikanische Schwertmuschel, Ensis directus. Fünftens die kleine Schwertmuschel, Ensis minor. Und sechstens die große Schwertmuschel oder Schotenmuschel, Ensis siliqua. Die Schwertmuscheln oder Scheidenmuscheln, Allgemeines und Merkmale. Die Merkmale der Ensis-Arten, der Scheidenmuscheln, sind sich ähnlich. Sie besitzen alle ein langes, schmales, gleichklappiges Gehäuse. Ihre Länge variiert von 10 bis maximal 20 cm. Die Gehäuse der geraden Schwertmuschel bis 20 cm Länge und der amerikanischen Schwertmuschel bis 17 cm Länge sind weitgehend gerade. Das Gehäuse der durchscheinenden Schwertmuschel ist leicht gebogen und mit 4 cm Länge sehr klein. Die Schalen der schwertförmigen Scheidenmuschel hier im Bild werden bis 13 cm lang und sind deutlich gebogen. Hier ist die Muschel besetzt von Seepocken, also einer kleinen Krebsart. Die kleine Schwertmuschel erreicht 17 cm Länge und ist gerade. Die große Schwertmuschel oder Schotenmuschel misst bis 20 cm und ist ebenfalls gerade. Dieses Bild von Schalen der amerikanischen Schwertmuschel, Ensis directus, sei der Hintergrund für Bemerkungen zu Merkmalen. Die Schalen aller Schwertmuscheln der Ensis-Arten sind dünnwandig und spröde. Die Innenseite ist weißlich, oft auch blau oder violett getönt. Die Außenseite ist weißlich oder cremefarben, auch bräunlich. Schwertmuscheln werden bis zu 10 Jahre alt. Dieses interessante Bild zeigt amerikanische Scheidenmuscheln am Strand der Insel Jüst. Die senkrecht stehenden Muscheln versuchen noch, sich wieder einzugraben, um nicht gefressen zu werden, was ihnen aber erst nach dem Auftauen des Bodens gelingen wird. Die liegenden Muschelschalen sind bereits ausgeplündert. Das führt über zur Lebensweise. Die Schwertmuscheln leben eingegraben im Sand oder Schlick mit dem Hinterende nach oben. Aus diesem erstreckt sich ein kurzer Siphon bis zur Sedimentoberfläche. Von dem nach unten eingegrabenen Vorderende geht ein kräftiger Fuß aus, der in einer eiförmigen Platte endet und die Muschel im Sediment fixiert. Er kann die Muschel bei Gefahr rasch bis in 50 cm Tiefe zurückziehen. Lebensraum sind das Wattenmeer und die Flachwasserbereiche. Jetzt verlassen wir die Salzwassermuscheln, die Meeresmuscheln, die marinen Muscheln und kommen zu den Süßwassermuscheln.
Bei uns sind das die Teich- und Flussmuscheln. Die Familie der Fluss- und Teichmuscheln, Unionidae, aus der Ordnung Süßwassermuscheln, Unionida, kommt bei uns in Mitteleuropa mit drei Gattungen und sechs Arten vor. Dazu zählen aus der Gattung Teichmuscheln Anodonta, die große Teichmuschel oder Weihermuschel oder auch Schwanenmuschel Anodonta cygnea und die verwandte gemeine Teichmuschel Anodonta anatina. Sowie aus der Gattung Flussmuscheln, also Unio, die große Flussmuschel Unio tumidus, hier im Bild ihre Schalen, und die Malermuschel Unio pictorum und die Bachmuschel Unio crassus. Nun einige Hinweise zu den Merkmalen und der Lebensweise der Teich- und Flussmuscheln. Als Hintergrundbild die Schalen der großen Teichmuschel Anodonta cygnea, also der Schwanenmuschel. Ihre Merkmale: Die Fluss- und Teichmuscheln sind relativ große Muscheln mit einem gleichklappigen Gehäuse, meist über 40 mm Länge. Der Gehäuseumriss variiert von rundlich bis lang gestreckt eiförmig. Die Schalen sind verschieden stark und glatt mit feinen Rillen oder Falten. Teichmuscheln wie diese sind gelblich bis dunkelbraun und werden 20 bis 25 cm lang. Zur Lebensweise: Die große Teichmuschel atmet über Kiemen. Sie nimmt über den einführenden Sifo Wasser von außen auf und filtert daraus den Sauerstoff und die Nahrung. Aus dem ausführenden Sifo werden die Verdauungsreste abgegeben. Teichmuscheln besitzen einen Fuß mit Nervenrezeptoren, mit dem sie sich fortbewegen können und auch am Boden verankern. Dieses Bild eines Clochidiums, also einer Larve einer großen Teichmuschel, sei der Hintergrund für Erläuterungen zur Larvenentwicklung. Bei den Fluss- und Teichmuscheln ist die Larvenentwicklung etwas Besonderes. Die von den männlichen Individuen ausgestoßenen Spermienpakete werden von den weiblichen Muscheln mit dem Atemstrom aufgenommen und befruchten im Körper die Eier. Sie werden danach nicht, wie bei den meisten marinen Muscheln, als kleine Larven ins freie Wasser abgegeben, sondern verbleiben im Muttertier. Die Teichmuscheln betreiben also eine Art von Brutpflege. Die Junglarven sitzen in den Kiemen und werden später als weiterentwickelte Larven, als sogenannte Clochidien, hier im Bild, ins freie Wasser abgegeben. Sie nisten sich mit kleinen Häkchen oder Zähnchen, auch das ist hier zu sehen, als schmarotzende Parasiten auf den Schuppen oder in den Kiemen von Fischen ein. Die meisten Clochidien sind wirtsspezifisch. Sie sind nicht aktiv schwimmfähig. Nach Vollendung der Entwicklung verlassen sie als junge Muschel nach 3 Monaten den Fischwirt und lassen sich zu Boden sinken. Sie leben auf der Substratoberfläche und können mit dem recht langen Fuß aktiv umherkriechen. Die älteren Muscheln graben sich dann im Substrat ein. Es gibt noch weitere Süßwassermuscheln bei uns, die früher recht verbreitet waren und heute in der Regel gefährdet oder stark gefährdet sind. Das sind zum Beispiel aus der Gattung der Teichmuscheln die sogenannte gemeine Teichmuschel Anodonta anatina, ihre Schalen hier im Bild, und aus der Gattung der Flussmuscheln die sogenannte Malermuschel Unio pictorum. Diese Muschelarten sind in den Merkmalen, in der Verbreitung und in der Lebensweise der großen Teichmuschel sehr ähnlich. Die Malermuschel hat ihren Namen daher, dass früher in ihren bis zu 10 cm langen und kräftigen Schalen Farben für die Malerei angemischt wurden. Jetzt noch einmal Erläuterungen nicht zu den Teichmuscheln, sondern zur großen Flussmuschel Unio tumidus, im Bild einige Schalen von ihr. Die große Flussmuschel oder aufgeblasene Flussmuschel Unio tumidus ist eine unserer großen Süßwassermuscheln und vom Aussterben bedroht. Ihre Merkmale: Das Gehäuse ist bohnen- oder nierenförmig und bis 10 cm lang.
Die Schale ist dunkel, sie ist bräunlich oder schwarz und oft mit einem Kalküberzug verkrustet. Am Hinterende befindet sich eine große Einstromöffnung und darüber eine glattrandige Ausstromöffnung. Das Vorderteil des Gehäuses wird von der Muschel eingegraben, sodass nur die Ein- und Ausströmungsöffnungen an der Rückseite hervorragen. Einzelne Exemplare können bis 50 Jahre alt werden. Zur Fortbewegung besitzt sie einen Fuß. Ihre Verbreitung: Sie lebt in Seen und langsam fließenden Flüssen auf sandigen Gründen und bevorzugt in der Uferzone. Eine weitere Art unserer Süßwassermuscheln ist die kleine Flussmuschel oder Bachmuschel Uniocrassus, hier im Bild ihre Schale. Die Merkmale und die Lebensweise dieser Bachmuschel oder gemeinen Flussmuschel Uniocrassus ähneln sehr der großen Flussmuschel Unio tumidus. Die Länge beträgt ebenfalls bis zu 10 cm. Der Name Bachmuschel stammt daher, dass sich diese gefährdete Art in den Oberlauf der Flüsse zurückgezogen hat. Jetzt ein kleiner Ausflug in die Welt der Fische. Ein kleiner Fisch, nämlich der Bitterling, Rhodeus amarus, geht eine enge Wechselbeziehung zu unseren Muscheln ein. Die Bitterlinge, Archaeognathidae, sind eine Familie der Karpfenartigen der Cypriniformes. Die bei uns vorkommende Art ist der Bitterling, Rhodeus amarus. Der Bitterling ist eine kleine Süßwasserfischart mit relativ hohem Rücken und Hals. Er wird 6 bis 9 cm lang und ernährt sich von wirbellosen Tieren und Algen. Seine Merkmale: Der Rücken ist grau-grün gefärbt mit großen Schuppen. Seiten und Bauch sind silbrig mit einem blaugrünen Streifen an den Seiten. In der Laichzeit intensivieren sich die Farben der Männchen. Kehle, Brust und vordere Bauchseite werden rötlich, Rücken und Hinterkörper schillern grünlich. Hier im Bild ein Bitterlingspärchen an einer, an seiner Flussmuschel, das Weibchen sogar mit der erkennbaren Legeröhre. Das war der Hintergrund für dieses komplizierte Fortpflanzungsverhalten der Bitterlinge. Die Laichzeit ist zwischen April und Juni. Bei den Weibchen entwickelt sich als evolutionäre Anpassung eine 5 bis 6 cm lange Legeröhre, also ein erstaunlicher evolutionärer Vorgang. Damit legen sie ein bis zwei Eier in den Innenraum großer Süßwassermuscheln, pro Weibchen insgesamt 40 bis 100 Eier. Geeignet sind die selten gewordenen große Teichmuschel, Anodonta cygnea, oder die große Flussmuschel, Unio tumidus, wie hier im Bild. Die intensiv gezeichneten Männchen besetzen im Frühjahr ein Revier mit ihren Muscheln und führen die Weibchen in einem komplizierten Ritual zu einer Muschel. Wenn das Weibchen die Eier mit der Legeröhre im Kiemenraum der Muschel abgelegt hat, dann lässt das Männchen über der Ansaugöffnung der Muschel seine Samenflüssigkeit, die sogenannte Milch, ab, die mit dem Wasser zum Rogen gelangt. Gelegentlich nutzen auch mehrere Paare dieselbe Muschel. Hier ein schönes Bild unseres großartigen Naturmalers Heinrich Harder über die Kooperation zwischen Bitterlingen und den Flussmuscheln. Also, die befruchteten Eier entwickeln sich im Inneren der Muscheln geschützt vor Feinden. Wenn die kleinen Bitterlinge schwimmen können, verlassen sie die Muscheln nach 2 bis 4 Wochen. Die Muscheln profitieren aber ebenfalls von den Fischen, indem sie ihre Larven, die sogenannten Clochidien, durch die Fische verbreiten. Sie werden von den Muscheln ins freie Wasser abgegeben und heften sich an die Kiemen oder Flossen der Bitterlinge, wo sie 2 bis 3 Monate an diesen schmarotzen. Nach ihrer Entwicklung fallen sie zu Boden und werden zur filtrierenden Muschel. Der Bitterling ist an und für sich nicht gefährdet. Er ist aber durch seine spezielle Fortpflanzungsbiologie vom gleichzeitigen Vorkommen der Muschelarten abhängig. Durch Gewässerverschmutzung und Unterhaltungsmaßnahmen sind die Bestände dieser Muscheln vielerorts zurückgegangen oder sogar ausgerottet worden.
Damit wird zugleich der Bestand der kleinen Fische gefährdet. Dieses Bild von lebenden Flussperlmuscheln in einem Bach in Schweden gibt Gelegenheit zu Erläuterungen. Die Flussperlmuschel Margaritifera ist eine weitere Süßwassermuschelart aus der Überfamilie der Flussmuschelähnlichen Union Oidea. Sie ist vom Aussterben bedroht. Sie kann bis zu 280 Jahre alt werden, also ein Vierteljahrtausend, und Größen von 8 bis 15 cm erreichen. Als Wirtsfisch für ihre Glochidien benötigt sie aber die Bachforelle oder den Lachs. Zur Geschichte der Flussperlmuschel. Im Mittelalter wurde sie von Fürsten und den kleinen Staaten künstlich angesiedelt zur Gewinnung von Perlen und mit drakonischen Strafen geschützt. Vor 300 Jahren gab es Perlmuschelbänke mit mehr als 1000 Tieren pro Quadratmeter. Heute ist sie bedroht durch die Verschmutzung der Gewässer, durch die Versandung der Bäche und durch die Verdrängung der Bachforelle und des Lachses. Nur wenige Muscheln enthalten auch tatsächlich Perlen. Es müssen also viele Tiere getötet werden für eine solche Perle. Die Angaben reichen von einer Perle auf 25 Muscheln bis eine Perle auf 2000 Tiere. Ich will mit einem Klassiker schließen, mit einem Bild über Flussperlmuscheln aus Brehms Tierleben. Zum Abschluss wünsche ich mir und Ihnen, dass Sie Freude an unserem kleinen Spaziergang am Strand und am Seeufer hatten. Wir haben uns an den Formen der Natur erfreut und einiges dazugelernt, was wir auch unseren Kindern und Enkeln weitergeben können. Viel Freude da draußen, Dr. Hans-Jürgen Alexi.